Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um Schuhe, aber nicht um irgendwelche Schuhe, sondern wieder um Schuhe, die Technik in sich haben. Und deswegen haben wir hier vor uns die Nike Adapt BB 2.0 aus dem Jahr 2020. Ich würde sagen, viel Spaß und los geht's nach dem Intro. So, hier ist der Karton auch schon vor uns. Ich mache den hier mal auf und hole die Schuhe auch direkt mal raus. Ihr seht sie schon, die sind wirklich vom Design ziemlich futuristisch. Also nicht so wirklich Understatement oder unauffällig, sondern wirklich sehr auffällig. Auch hier das Papier ist beschriftet mit Adapt BB, finde ich sehr cool. Unter den Schuhen ist wie immer der Wireless Charger. Ja, die Schuhe laden wireless. Das ist auch, glaube ich, die beste Lösung für diese selbstständigen Schuhe. Problem ist, ich finde dieser Wireless Charger, ihr seht schon, sieht immer dreckig aus. Den packt man frisch aus und trotzdem sieht er aus, als wenn er schon ein Jahr in Benutzung wäre. Man tut dann einfach den Schuh da drauf und dann lädt er wireless. Ziemlich cool. Und dazu später auch nochmal mehr. Hier haben wir noch das kleine Booklet. Und ja, das liest sich, glaube ich, keiner durch. Das ist wirklich gigantonomisch für einen Schuh als Bedienungsanleitung. Hier oben in der Extra-Box haben wir auch wieder das coole Nike-Zeichen mit dem Reflective drauf. Innen drinne das USB-C-Kabel für den Wireless Charger. Finde ich auch sehr cool, dass sie hier nicht auf Micro-USB, sondern auf USB-C setzen. Hier noch den Power-Adapter. Ja, das tun wir wieder zurück. Und wollen wir uns auch gleich mal die Box genauer angucken, weil die, finde ich, ist ziemlich gelungen. Ansonsten der Schuh, muss ich sagen, vom Tragekomfort ist der jetzt nicht der absolute Hammer. Also ich habe ja den Adapt Automax, das Video solltet ihr euch auch mal angucken. Dort erläutere ich alle Smart Features, also App-Steuerung und so weiter. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung bzw. in der Infocard. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ich wollte es jetzt hier nicht nochmal alles erklären mit der App, denn die ist gleich geblieben. Aber der Schuh ist sehr bequem, während dieser Adapt BB hier nicht unbedingt Rekorde im Tragekomfort knicken könnte, denn also ich finde ihn nicht so komfortabel. Er ist um einiges kleiner als der Adapt Automax, sieht also nicht so klobig aus, ist halt ein Basketballschuh auch, aber an meinem Fuß finde ich ihn nicht so wirklich bequem, diesen hier. Trotzdem wirklich sehr schicke Box, wie ihr hier seht, also da hat Nike sich selbst übertroffen. Wer diese ganzen Schuhe nicht kennt, ich blende euch jetzt mal hier von Zurück in die Zukunft ein Video ein. Power Laces, alright. Genau, ich denke mal, ohne diesen Film würden wir diese Schuhe heutzutage gar nicht in unseren Händen halten können. Denn da wurde ja quasi schon prophezeit, dass 2015 selbstschnittende Schuhe ein Ding sein werden. Und ich meine auch, 2015 hat Nike die ersten selbstschnittenden Schuhe rausgebracht. Jetzt im Jahr 2020 haben wir hier Schuhe, die wirklich von der Größe genauso groß sind wie ganz normale Basketballschuhe, ganz normale Sneaker. Und trotzdem diese Funktion drin haben. Also es ist wirklich erstaunlich. Und die funktionieren wirklich sehr zuverlässig. Also ich kann von den Adapt Automax sprechen. Die hatte ich jetzt ja schon einige Monate in Benutzung. Die mit dem Bluetooth und so weiter, das hat immer prima connected, das hat immer gut funktioniert. Der Tragekomfort ist der Hammer. Hier, wie gesagt, für mich jetzt leider nicht der Hammer bei den Adapt BB 2.0. Die hier finde ich jetzt nicht so komfortabel. Aber wie gesagt, sind ja auch Basketballschuhe. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ich spiele keinen Basketball. Trotzdem vom Design finde ich sehr futuristisch, sehr cool. Also wenn ich Basketball spielen würde, würde ich, glaube ich, diese Schuhe dann auch dafür nehmen. Die sind wirklich cool. Da kann man dann auch über die App einstellen, wie fest oder nicht fest die Schuhe sitzen sollen und so weiter und so fort. Also wirklich coole Features. Im Alltag finde ich das auch ziemlich cool mit den Adapt Automax, die ich hier jetzt euch nochmal zeige, um die Größe nochmal zu vergleichen. Also ihr seht schon, die Adapt Automax sind halt doppelt so groß wie diese Adapt BB. Und hier nochmal der Wireless Charger, wie das Ganze funktioniert, einfach draufstellen und dann schnüren sie sich auf und leuchten so ein bisschen, dass sie euch zeigen, dass sie jetzt laden. Genau, ansonsten preislich liegen die Adapt BB bei ungefähr 350 Euro, was jetzt nicht gerade billig ist. Aber man bekommt ja auf jeden Fall ein gutes Stück Zukunft. So, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, eure Fragen in die Kommentare zu schreiben. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wie gesagt, schaut in das alte Video von den Adapt Automax rein, um die Smart Features kennenzulernen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.